Hey Leute, der Griver hin. Willkommen zur nächsten Runde von Two Point Hospital. Es geht sofort weiter. So, von der Aufnahme her passt es eigentlich. Ich würde mal trotzdem noch einen Assistenten einstellen. Mal hier so einen kleinen. Hey, cool, ich habe Nahrungsschaft. Nice. Oh, da ist jemand gestorben. Nö. Es werden immer noch nicht weniger, ey. Das gibt's nicht. Weil die kommen hier immer alle hin und sind immer schon fast tot. Cool, wir können die Warteschlange auch verhindern. Apotheke ist dran. Wurdest nicht geheilt. Ich glaube, ich muss den leider ausstellen. Das geht mir doch allmählich auf den Sack. Lautsprecher. Zack. Ah, Ruhe. So. Kaufen. Eieiei, hier sind schon wieder so viele Kranke. Nach Hause schicken. Wir haben fast 30 Seiten. Nicht nur furchtbare Gesundheit, sondern ein furchtbarer Ort an sich. Wie unbeeindruckt bin. Na oh, toll. Schon wieder minus 15 Ruf. Ruf ist in Ordnung. Schon wieder jemand gestorben. So, Auszeichnung brauche ich nicht. Sag mal, wo ist denn hier? Haben wir nicht einen mit Geisterdings? Mach mal was dagegen. Umsatz her geht eigentlich. Zustand kritisch. Der wird gerade behandelt. Alles andere sieht gut aus. Befördere 3 Mitarbeiter. Okay. Ja, wir haben nicht genug Kohle. So, nur noch 6. Das wird schon weniger. Einfach mal die Wartezeit runtergehen würde, ey. So, als nächstes brauchen wir... Das haben wir. Dann mache ich mal die Töpferei. Habe ich hier irgendwann mal schon jemanden gesehen mit dem Topfkopf? Nee. Ich glaube, dann können wir uns das Ding auch sparen erstmal. Dann machen wir jetzt wirklich gleich mit ein bisschen mehr Kohle die Forschung. Diagnose, müde Knochen. Klo ist auch ganz schön voll, ey. Hier stehen wieder 6 Leute an, hier steht gar keiner an. Also es pendelt sich so langsam ein. 7 Patienten. Okay, muss er durch. Oh, schon wieder jemand tot, verdammt.
Irgendwie kriege ich keine Kohle hier ran. Ich glaube, wir werden mal noch ein Klo machen müssen. So. Waschbecken. Bla bla bla. Uhr brauchen wir nicht. Ein Handtrockner. So, machen wir erstmal das Klo. Zur Behandlung. Der zieht sich schon um, der wird gerade behandelt. Oh, der Typ, ey. Und der ist fast im Arsch. Wo ist denn unser anderer? Ich will den Typen haben. Na, sag mal. Aufheben, aufheben. Ach so, der ist gerade noch in der Dings. Okay. Ja, der macht Pause, die bleibt drin. Hey, ich glaube, mit den Dings behandeln wird ein bisschen schwierig. Du geh mal nach Hause, nicht hier sterben. In die Apotheke. Ja, ich muss echt sagen, das Level ist auf jeden Fall schwieriger. So, 47.000 müsste eigentlich reichen für Forschung. Und zwei Leute reichen erstmal. So unbedingt ein Dings. Heizung. So, haben wir noch irgendwas Cooles, was wir machen können? Zertifikat. Eine Uhr. Anschlagbrett, vielleicht ein Anschlagebrett, damit die da ihre Forschung draufschreiben können. Zack. Oh, wir sind fast nächste Stufe. Hm. Vielleicht noch irgendwie ein Schrank. Oh, das gibt's nicht. Clownerei. Perfekt. So, Forschung haben wir fertig. Wir haben aber noch keinen, der forschen kann. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal einen ausbilden.
ist schon wieder jemand gestorben. Damn. Schon wieder jemand gestorben. Was sagt unsere Kohle? Ja, 137.000. Also wir machen einen Gewinn. Aber wir haben noch nicht einen Patient geheilt hier von den Typen. Einer ist jetzt gerade dabei. Das ist echt ein bisschen traurig. Hätte ich mal die, wer hier zuerst dran ist, mal zuerst machen sollen. Es waren noch ein bisschen zu viele. Wir werden Patienten sofort Behandlung herschicken. Psychiatrie. Autsch. Apropos Schulden. Der Kredit wird noch zurückgezahlt. Oh, wir lernen hier immer mehr Leute sterben. Eieiei. Hier auch schon wieder. Ach, ihr Dussel. Ab zur Behandlung. Da haben wir schon wieder nicht genug Ärzte? Oh, Mist, ey. Radiologie. Wir sind bei Stufe 3 und wir haben nicht wirklich sehr viel Platz hier drin. Na, es wird nix. So, 21.000. Wir werden jetzt mal zwei Leute zum Forscher machen. Charmant, Klassenclown, inspiriert andere Menschen. Das hört sich doch gut an. Mal hier mit rein. Hinmachen. Nicht, dass die hier irgendwie benutzt werden oder so, aber was wir haben, haben wir. Vielleicht hier ruhig nochmal einen Feuerlöscher. Eben hier. Aber irgendwas, was mit Spaß zu tun hat, geht nicht, weil wir haben kein Geld. Fuck. Obwohl hier steht, dass wir Plus gemacht haben, haben wir auf jeden Fall Minus. Aber ich glaube, das ist immer auf den Monat gerechnet. Die Schlangen sind schon wieder so viel, weil hier einer fehlt. Genisch motiviert. Er wird halt nie gefallen, okay. Denn höheres Gehtempo. Können wir aber nicht einstellen, weil wir kein Geld haben. Yikes. Wir kommen hier nicht wirklich vorwärts. Ziemlich langsam nur. Aber gut, wir haben gleich das erste geschafft, was wir machen müssen. Und wir haben sogar zwei Ärzte mit Forschung. Da fehlt schon wieder einer. Nicht jetzt. Ja, wir müssen die Leute einfach nur weiter ausbilden, damit die vielleicht auch mal was für Behandlung machen, dass die Behandlungschancen höher werden. Das wäre mal ganz gut. Obwohl unser Ruf immer noch, solange er in Ordnung ist, ist okay. Die sind immer noch hier, die Typen, ey. Ihm ist kalt. Doch
wieder nichts gebracht. So, aber wir sind wieder im Plus. Wie gesagt, der Kredit ist auch bald weg. Na, 11 Monate noch. Dauert noch ein bisschen. So, den ersten haben wir ausgebildet. Und jetzt müssen wir hier mal eine Forschung starten. Die Farbtherapie. Gleich mal starten hier. Wir fahren hier die ganzen Geräte raus. Das ist auch cool gemacht. Auch hier mit der Matrix-Anspielung. Lustig. Okay, dann rennt jetzt hoffentlich einer mindestens hin und macht das fertig. Und ich mache jetzt mal hier... Ja, ich kann nichts machen, weil wir haben kein Geld. Damn. Ja, wir machen eigentlich immer noch mehr Plus als Minus. Fördere 3 Mitarbeiter, haben wir nicht geschafft. Der Psychologe, der hat zu tun. Da denke ich mal, müssen wir nochmal eine Praxis machen. So, wo sind denn jetzt hier unsere Forscher? Tut mir sehr leid, wir brauchen dich. Du musst hier hin. Und die kann dann auch gleich die anderen Sachen machen. Die müssen alle erstmal in Arztpraxis. So, du musst leider erstmal wieder nach Hause. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall nochmal jemanden in der Psychiatrie. Und ich glaube leider, wir brauchen schon wieder, hat Potenzial. Ja, befördern ist gut. Die Entenschnute wurde entdeckt. Unsere Ärzte haben eine Krankheit entdeckt. Die Entenschnute, unkontrollierbarer Drang angesichts einer Kamera, die Lippen zum Kussmund zu stürzen. Er wird durch einen unauffälligen, selbstverliebten Gedanken in der Gehirnrinde verursacht. Ein Psychiater, alles klar. Unsere Ärzte haben bei einem Patienten graue Anatomie diagnostiziert, okay. Geh mal gleich zur Behandlung, du auch. Gesundheit ist halt kritisch. So, und dich müssen wir leider nach Hause schicken. 12 Leute warten. Ja. Du. Ist schon wieder jemand gestorben. Desinfektion. Heizkörper. Ruhig mal ein Bücherregal. Leuchte, Sehtest, warum nicht? Zertifikat, Uhr. Das ist okay. Mal sterben hier wieder die ganzen Leute. Das hört sich irgendwie so an.
Die rennen alle auf Klo, lol. Stellen wir hier noch einen Stuhl hin. So, wir haben wieder zu wenig Leute mit Psychiatrie, aber die ist gleich fertig hier mit ihrer Forschung. Sehr geil. Forschungsprojekt abgeschlossen. Gut gemacht, wir haben ein Forschungsprojekt abgeschlossen. Diese Entdeckung kann nun von der gesamten Organisation genutzt werden. Nach Abschluss eines Projekts suchen sich Forscher anderswo eine neue Beschäftigung. Es sei denn, wir starten ein weiteres Projekt. Während wir neue Entdeckungen machen und weitere Gebiete des Countries bereisen, werden unsere Eierköpfe neue Forschungsfelder vorschlagen. Halte also nach neuen Projekten Ausschau. Flüssigkeitsanalyse, das kostet ganz schön viel. Weiterbildung, Forschung. Der Patienten ohne menschliches Eingreifen Injektionen verabreichen kann. Aha, Spritzenhaus. Flüssigkeit. Entwickelt eine Maschine, um Patienten verschiedene Körperflüssigkeiten zu entnehmen. Das dient in erster Linie der Diagnose und hat einen enormen Unterhaltungswert. Machen wir mal das. So, heile einen Patienten in der Farbtherapie. Einundzwanzigtausend, okay. 7 Patienten. Ich mach mal erstmal nein. Forschung abgeschlossen. Ich hoffe mal, ich brauche hier keinen. Heilpatienten mit grauer Anatomie. Krankenpfleger nur, okay. Ich weiß gar nicht, von wo die hier rein müssen. Ich stelle es einfach mal in die Mitte hin. Wieder mit einer Konsole. Auf jeden Fall ein Feuerlöscher. Heizkörper. Schranken, Desinfektion. So, und dann gucken wir mal ganz kurz wegen Heizung, ist okay. Pflanze. Oh, sterben hier schon wieder ganz viele Leute. Ich denke mal, ich werde mal noch 2 Psychiater ausbilden. Das kann dann auch jemand von uns machen. Dann sparen wir ein bisschen Kohle. Nehmen wir erstmal die beiden. Alle 10 Patienten, das sollte gehen. So, und sobald wir die Psychiater haben. Ich werde mal noch eine Aufnahme machen. Oh, wir haben es geschafft. Yay! Geschätzter Krankenhausleiter! Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde bla 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 mit den Sternen bewertet. Ein gutes Zeichen, dass deine Organisation anfängt, sich mit Forschung zu befassen. Unsere anfänglichen Notizen legen nahe, offenbar irrtümlicherweise, dass du dieser speziellen Aufgabe nicht gewachsen wärst. Sei versichert, dass der Verantwortliche für so eine fehlgeleitete Bemerkung unverzüglich seine Stelle verlieren wird. Außer natürlich, das war ich. Man mag es sich kaum vorstellen. Stürzen Sie sich in weitere Forschung, bla bla bla. So, Deluxe Erleuchter 3 und ein Enzyklopädie-Regal. Aber wir machen erstmal weiter.
Snackautomat, Feuerlöscher, Heizkörper haben wir geklärt. Da haben wir schon diese Getränkedinger. Wir machen mal hier ein Bücherregal hin. Und so ein Broschürending. So, hier ist voll. Hier sitzt einer, der die Leute noch irgendwo hinschicken kann. Ist auch immer ganz gut. So, was ist denn das nächste? Bilde 10 Mitarbeiter aus, erhalte 2000 Forschungspunkte, heile 50 Patienten. Das kriegt man eigentlich auch noch hin. Neue Krankheit, aufgeblasenes Ego. Ein gefährliches Aufstauen narzisstischer Gedanken. Bleibt das aufgeblasene Ego unbehandelt, beginnt es aus jeder Pore zu tropfen, was für jede Person in unmittelbarer Nähe höchst unangenehm werden kann. Noch ein Psychiater, Alter. Der wird ganz schön wichtig hier, der Typ. Gut, wenn wir aber zwei haben, müsste es sich eigentlich aufteilen. So, stimmt, der Entleuchter, den können wir verbessern. 20.000. 50% mehr Behandlungsvermögen. Ist gebongt. Das müssen wir auch nochmal verbessern. So, mir wäre jetzt mal wichtig, um mal rauszufinden, ob wir hier genug Personal haben. Also hier ist jemand drin, da ist jemand drin. Hier ist auch jemand drin und der hat den Farbding hier oben. Ich weiß nicht, ob die zweite Apotheke doch ein bisschen too much war. Übersicht. 160.000. So, wir machen dann auf jeden Fall nochmal eine Weiterbildungsrunde. Schon Stufe 11 Krankenhaus. Holy shit, ey. So, theoretisch könnte man jetzt auch... was ist mit ihr los? Ist ein bisschen fertig. Das erste Krankenhaus mal wieder besuchen und da mal ein bisschen weitermachen. Und vielleicht da nochmal ein, zwei Sterne abgreifen. Heile 10 Patienten. So, einen haben wir ausgebildet. Der andere ist noch dabei. Und der will auch gleich befördert werden. So, als nächstes bilde ich dann mal Behandlung aus. Ganz, ganz dringend, dass hier nicht immer so viele Leute wegsterben. Da können wir auch ruhig erstmal die ganzen Krankenpfleger nehmen. Weil die haben die meisten Behandlungen. Da ist schon wieder jemand tot. Was ist mit ihr eigentlich gut? Dann mach doch einfach mal Pause. Wie wär's denn damit? So, das haben wir auch geschafft. Der will auch gleich befördert werden. Sehr gut. So, diesmal aber Behandlung. Hier. Theoretisch 11 Teilnehmer. So, da können wir jetzt wirklich mal alle nehmen, die noch nicht das erste Level haben. Okay, das sieht schon mal gut aus. Übelst teuer und mir fehlen jetzt wahrscheinlich überall Leute. Aber sobald sie das erstmal durchhaben und ich kriege ja hier noch ja, das hier. Ich kann nur hoffen, dass einige von ihnen das schnell erlernen. Dass sie da nicht so lange drin warten alle. Ich werde mal noch einen Hausmeister einstellen. Weil die kommen hier immer noch nicht hinterher mit dem ganzen Pflanzengießen.
gleich weiter zur Behandlung. Du siehst nicht gut aus. Jetzt fehlen hier überall Leute. Update zur Öffentlichkeitsarbeit. Über unser Krankenhaus hatte sie nichts zu sagen, außer dass es existiert. Alles klar. Irgendwas gefällt den Leuten hier immer noch nicht so ganz. So, die sind jetzt hier alle am Lernen. Dann werden wir den ganzen Ärzten mal noch Diagnostik beibringen. Ups. Auszeichnung wollen wir nicht sehen, aber wir haben ein bisschen Ruf und Geld bekommen. 120.000. Ich brauche ja ewig hier, ey. Holy shit. Aber langsam scheinen die Pflanzen doch überall, obwohl hier ist ein bisschen bläh. Und hier hinten auch ganz schlimm. Haben wir auch wieder nicht geschafft. Wir schaffen es nicht, 10 Patienten in 90 Tagen zu heilen, trotz der ganzen Dinger hier. Oh, die Chloris, ey. Hier ist noch ein Klo frei, geh doch darauf. Na, da war der schneller. Sind beide Psychiatrien besetzt? Ja. Damn. 7 Patienten wieder. Ja, komm. So, befördern. Sehr schön. Und gleich wieder befördern. So, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut rein. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ich werde dann, denke ich, in der nächsten Folge mal ins nächste Krankenhaus springen und mir das mal angucken. Aber ich wollte es hier unbedingt eigentlich noch ein bisschen verbessern. Na, ich denke mal, wenn die hier alle fertig werden, dann sollte es eigentlich klappen. Ich bedanke mich schon mal wieder fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde von Two Point Hospital. Bis dann. Tschüss.